Ich möchte aus diesem HTML-JavaScript-Projekt ein P5-Projekt machen. Dazu brauche ich die P5-Library. Die P5-Library, das ist ein langes JavaScript-Programm, wo alles definiert wird, was in P5 zur Verfügung steht. Also zum Beispiel die Funktion Ellipse. Wenn ich die Funktion Ellipse einfach so in ein JavaScript-Projekt hineinschreibe, dann kriege ich eine Fehlermeldung, da steht Ellipse is not defined. Um also P5-Funktionen benutzen zu können, brauche ich diese P5-Library. Dazu gehe ich auf die P5-Website und dort gibt es einen Menüpunkt Download und dort kriege ich die nötigen Dateien. Zuerst heißt es, dass ich auch den Editor verwenden kann. Und dann kann ich die Complete Library herunterladen. Das ist die P5 Library an sich und dann die P5 Sound Library, die notwendig ist, um irgendetwas mit Audio zu machen. Und dann gibt es dort drin noch ein Beispielprojekt. Ich möchte jetzt nur eine einzige Datei, und zwar P5min.js. Der Unterschied zwischen P5.js und P5min.js ist, dass eines nicht komprimiert ist und das andere enthält keine Leerzeichen und Umbrüche mehr, braucht also weniger Speicherplatz. Das ist die ich jetzt auswähle. Was CDN ist, erkläre ich nachher gleich noch. Wenn ich das anklicke, dann wird es heruntergeladen. Und liegt jetzt in meinem Download-Ordner. Jetzt öffne ich hier wieder den Explorer, wechsle in den Finder und suche dort diese Datei, p5min.js, und ziehe die hier in diese Explorer-Spalte. Da ist die Datei und so sieht das aus. Das ist komprimiertes JavaScript, das ist die ganze P5-Library auf einer Zeile. Das muss ich mir nicht anschauen, ich muss das hier einfach verbinden. Um ein JavaScript-Programm, also eine JavaScript-Datei zu verbinden mit HTML, braucht es auch den Script-Tag, aber anstelle von Inhalt gibt es nur einen Link auf die Datei. Also noch einmal, die Datei heißt p5.min.js und ich schreibe jetzt über den bestehenden Script, dann schreibe ich noch einen Script-Tag und dort gebe ich ein Attribut src an, Source, und also Wert für dieses Attribut den Dateinamen p5. Und der Texteditor erkennt das, ich kann das auch mit der Tabulatortaste vervollständigen. Und jetzt ist eigentlich alles bereit. Jetzt kann ich P5-Code in mein JavaScript-Programm hineinschreiben. Ich mache das jetzt auch gleich hier in diese Script-Tags hinein und gehe in den P5-Editor und kopiere dort etwas Code. Copy und dann hier hinein. Und jetzt habe ich ein funktionierendes P5-Programm. Also du benötigst die Datei, die P5-Library enthält und einen Script-Tag, der einen Link dazu herstellt. Und dann kannst du P5 benutzen. Jetzt stimmen hier die Einzüge noch nicht, das kann ich formatieren. Ich kann im Texteditor Alt Shift F drücken, dann wird mein Code sauber formatiert. Aber mein HTML-Code wird langsam etwas unübersichtlich hier mit dieser Mischung aus JavaScript, Links auf JavaScript-Dateien und HTML. Darum möchte ich das etwas aufräumen, beziehungsweise möchte ich diesen Programmteil hier, mein eigenes JavaScript, das möchte ich in eine eigene Datei auslagern. Dazu gehe ich
wieder hier in den Explorer rein und mache eine neue Datei. Und die nenne ich sketch.js. Du kannst sie nennen, wie du willst. Sketch ist so eine Konvention in P5. Da wird alles Sketch genannt, was du selber machst. Und jetzt habe ich hier eine neue Datei und hier hinein kopiere ich diesen Code. Und diese Script-Tags, die lösche ich, beziehungsweise ich muss sie eigentlich nicht löschen, sondern ich muss auch hier einen Link auf diese Datei herstellen, weil im Moment sehe ich jetzt wieder nichts, also es gibt keine Verbindung in diese Sketch-Datei hinein. Also schreibe ich nochmal die Script-Tags und auch hier Source und dann gebe ich als Adresse den Dateinamen an und jetzt habe ich mein P5-Projekt hier im Browser. Und von jetzt an kann ich im Texteditor arbeiten, wie im P5-Editor, im Online-Editor, aber hier habe ich mehr Platz und Syntax-Highlighting und Syntax-Vervollständigung zur Verfügung.